man zum Beispiel auf die Geschichte der Migrationsforschung in Deutschland schaut, dann ist am Beginn der Migrationsforschung stehen Opfererzählungen von Deutschen, nämlich der Vertriebenen oder derjenigen, die Exilforschung waren sozusagen eher am Rande, aber gehörte auch dazu, oder denen, die über den Atlantik gewandert sind. Das war sozusagen so Verlusterzählungen, Opfererzählungen waren in der Migrationsforschung am Anfang sehr stark, insbesondere auch in der Migrationsgeschichte. Und dann haben sozusagen Historikerinnen, die in aller Regel, und das ist sozusagen die Besonderheit, und dann tut sich allerdings auch eine Parallele zur NS-Forschung übrigens auf, da haben Historikerinnen mit Migrationshintern, wie ich immer gerne sage, dann immer gesagt, wieso eigentlich Verlusterzählung? Wir sind hierher gekommen, wir haben was gemacht, unsere Eltern haben hier die Städte verändert, euer Leben hat sich verändert, das ist durch uns geschehen. Es geht also sozusagen nicht nur um Themen, sondern es geht um Fragen, die man sozusagen an solche Entwicklungen stellt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Was hat das bedeutet? Wer hat den Preis dafür bezahlt? Wer hat davon profitiert? Also sozusagen, das sind dann, und die Antworten, die sich dafür finden, sind keine geradlinigen aller Regel, die sich dann auch, um sozusagen auf die vorhergehende Frage zurückzukommen, die sich dann auch nicht für einfache Heroisierungen verwerten lassen. Die zum Beispiel die streikenden Arbeiter im Fortwerk 1973, das war ein sehr spezieller Menschenschlag, die den DGB gehasst haben, weil das für sie Weißbrote waren. Und also verstehst du, was ich damit sagen will? Sozusagen sich den Dingen mit anderen Fragen anzunehmen, ist die Voraussetzung dafür, auch andere Geschichten zu erzählen. Es geht ja sozusagen nicht um die Vollständigkeit der Vergangenheit, sonst würde es ja diese semantische Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Geschichte nicht geben, weil es nicht darum ginge, Geschichten zu erzählen. Aber welche, warum, wohin die zeigen, wer sozusagen die Protagonisten in diesen Geschichten sind, was man davon sozusagen für die Gegenwart gewinnen kann, das ist insbesondere von der Perspektive der Historikerinnen abhängig. Und deswegen, und hier ist der Punkt, wenn es nicht jüdische Historikerinnen gegeben hätte, die in den 60er Jahren zu deutschen Historikerinnen gesagt haben, wir wollen euch übrigens mal sagen, da ist noch ein Thema, über das wir reden müssen, über das ihr bei Intentionalismus versus Strukturalismus Streit überhaupt nicht redet. Nämlich über Völkermord, über Terrorregime, dass das Menschen betroffen hat, die davon betroffen waren. Und das ist kein Zufall, wer diese Fragen aufgeworfen hat. Ich sage gar nicht, dass man das darauf begrenzen sollte. Das wäre falsch. Interessant wird es genau dann, wenn sozusagen diese Begrenzung überschritten werden kann. Wenn andere Historikerinnen sagen können, es stimmt eigentlich, das sind Perspektiven, die sind mir noch gar nicht geläufig gewesen und die erklären die Vergangenheit auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, dass eine linke Geschichtsschreibung nie sozusagen sich darauf einlassen sollte, sozusagen ein monolithisches Narrativ zu erzeugen, sondern sich genau sozusagen gerade auf der Vorstellung, dass Gesellschaft ja kein Ding oder gar ein Körper ist, sondern dass Gesellschaft sozusagen Verhältnisse sind, die zueinander in konfligierenden Beziehungen stehen. Solche Beziehungen erklären zu wollen, sich auf den schwierigen Weg zu machen, dabei auch keine einfachen Antworten zu finden, zum Beispiel auch sich nicht vor den Antworten zu scheuen, welche Kosten der unglaublich harte Einsatz der sowjetischen Kommandeure gegen ihre eigenen Soldaten gehabt hat, während des Kampfes gegen den Nationalsozialismus. Oder auch die Frage zu stellen, wie ist es eigentlich gekommen, dass während des Hitler-Stalin-Paktes tatsächlich deutsche Kommunisten ins Deutsche Reich ausgeliefert wurden? Wie ist es zu erklären, dass die Führung der Roten Armee eigentlich wusste, worum es geht?
was auf sie zukommt und eigentlich die Situation ignoriert hat? Oder wie ist es gekommen, um sozusagen sich vom Zweiten Weltkrieg zu verabschieden? Wie ist es eigentlich gekommen, dass ein System, das eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, sozusagen zur Menschheitsbefreiung beizutragen, in einem ganz bestimmten Punkt ein Muster wieder hervorgebracht hat, das sozusagen, ich rede jetzt über meine eigenen Arbeiten, die wir eigentlich aus dem Kolonialismus kennen. Solchen Fragen sich zuzuwenden und nicht wieder neue Tabus zu schaffen, indem wir sozusagen sagen, eigentlich ist es das bessere System, sondern die Fragen zu stellen, was für ein System ist es gewesen? Wie ist es den Leuten ergangen? Wie kommt es, dass diejenigen, die eigentlich von diesem System befreit werden sollen, sich von diesem System abgewandt haben? Also in die Dinge zu gehen, die es sozusagen auch nicht einfach machen, Geschichte wieder auch zu vernutzen, sondern es eigentlich dazu beitragen sollen, auch in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen neue Fragen aufzuwerfen und nicht wieder zu dem Punkt zu kommen, ach übrigens, das haben wir damals schon richtig gewusst. Dann glaube ich, kommt linke Geschichtswissenschaften ein Stück weiter. Und deswegen, nur um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, deswegen hat mich die Erklärung auf dem Historikertag überhaupt nicht interessiert. Da habe ich gedacht, boah, wie langweilig, wie unwichtig. Das ist alles Spiegelfechterei in einer Auseinandersetzung, in der es eigentlich um viel mehr geht. Es geht nochmal auf die, das geht den Rechten nicht darum, alleine nur Recht zu behalten. Das wäre ihnen zu wenig. Sondern es geht ihnen eigentlich darum, zu verhindern, dass ihnen in Öffentlichkeit und in der Wissenschaft widersprochen wird. Dass sozusagen all die Erkenntnisse, die wir eigentlich besitzen oder die wir noch hervorbringen könnten, die sozusagen der Vorstellung von einer wie auch immer gearteten völkischen oder nationalen Homogenität widersprechen, dass die nicht hervorgebracht werden. Und das ist eine Auseinandersetzung, die läuft einerseits auf der Ebene der Geschichtspolitik und andererseits gegen eine aufgeklärte Geschichtswissenschaft. Und eigentlich geht es sozusagen darum, die Einheit von Geschichtspolitik und wissenschaftlicher Erkenntnis wiederherzustellen. Nämlich wissenschaftliche Erkenntnis auf diese Bereiche zu begrenzen, die nur bestimmten geschichtspolitischen Ambitionen entsprechen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein Angriff auf die Geschichtswissenschaft insgesamt. Nur, dass es noch nicht alle gemerkt haben. Weil es natürlich auch, worum es in der Geschichtswissenschaft auch immer geht, um Ressourcen, um Macht, um Personalien, dabei auch eine nicht unbedeutende Rolle spielt.